an, er hat die ganzen Sachen aufgenommen, die ich über ihn gesagt habe. What? Ja, ich habe hier, während du weg warst, Werbung für die arische Bruderschaft gemacht. Die Aufnahme hat schon noch nicht an, also. Okay, schade. Ja, ich mache auch nur Spaß, ich habe gar nichts gesagt hier. Ich höre hier gerade hier die ganze Zeit dieses, dem Stöhnen hier zu, ey. Mit dem Hintergrund, der ist hier. Oh. Hör ich die ganze Zeit, ey. Das habe ich vorher gar nicht gehört. Ich höre das jetzt durch mein Headset, ey. So, kannst du das Ding hier irgendwie reinpacken? Nice. Ja, was war das denn? Hey. Ah, da. Also, ich habe irgendwas aufgemacht. Ich wollte schon sagen, wo sind da jetzt Tränke und so gespawnt? Ja. Fuck. Ah. Oma. Oma. Ich bin noch nicht bereit. Na, mehr bewenden. Komm da näher. Ich bin noch nicht bereit. Aber immer noch ein Tago-Headset, weil ich hier benutze. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Oh, geh weg von mir. Mit der Bumper als erstes hab ich zugerannt. Oh, da ist er wieder nicht explodiert. Ich muss warten. Warum nicht? So ist er denn nicht explodiert. Hm. Ja. Also. Oh, der hat einfach keinen Bock. Ich muss warten. Wer? Mein Zauberstab. Oder ist sogar besser. Komm, diese Wirbelstürme die ganze Zeit her. Ich bin noch nicht bereit. Und was du meinst, ich will nicht. Bei deinem Kopf oder was? Nee, nee, hier, siehst du das nicht? Hier? Das ja, das nicht. Ich weiß nicht, das zerstören die oder so. Also ich bin das nicht. Oh, alles kürzer Treffer. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein! Ich will nicht wegrennen. Ich will noch ein bisschen kämpfen. Ich bin noch nicht bereit. Hier ist er. Da. Ich
bin noch nicht bereit. Ja, ich komme an den nicht ran, ey. Das ist mal so ein Zeug. Nein, das von der Glocke gerade. So bongert. Wie Fleisch, man. Okay, ich bin aber definitiv irgendwie schneller. Ich habe letztens einen neuen Ring. Kann er da liegen? Oder von deiner Barbaren-Quest oder keine Ahnung. Ja. Oder vielleicht hast du ein bisschen deinen Bart abrasiert, deshalb ist es jetzt schneller. Ist ein bisschen windschnittiger. Ich bin aerodynamischer. So, jetzt kommen wir schon da durch, aber da ist irgendwie nur so ein Raum, wo wir nicht waren. Ich weiß mal dein. Wir müssen ja noch irgendwie so was machen hier. Irgendwie einen roten Kelch oder so. Oh nein, ich habe die Tür aus Versehen gehabt. Ich bin halt so klasse mit meinem Schild, ne? Ich meine, wenn ich immer Mann werde, baut sich mein Schild irgendwann so auf. Und die werden dann alle weggestupst. Ich bin noch nicht bereit. Okay, hier ist nichts mehr. Aber er ist kurz und klein gehauen, ey. Oh. Okay. Dann können wir uns um den Boss, nehme ich an. Ja. Hinder. Die Tür ist geöffnet. Töte alle Gegner in der entweihten Gruft. Okay. Okay, ich glaube, ich mache diesen Wirbelsturm. Ich meine Drehung. Ja, ich mach das. Okay, ich nehme an, ich habe irgendwas bei irgendwie meine Drehung hier hochlevelt und ab einem bestimmten Level macht das das. Die erste Fähigkeit, ne? Ne, zweite Fähigkeit. Ne, ist Level 1. Dann verstehe ich nicht. Da. Da, was?
Sturm, wehe! Wusch! Wind, wehe! Hier war neu zum Spielen. Wusch! Ich bin noch nicht bereit. War dieser? Ja, weg teleportiert. Ein Riesenschwert dann. Ja. Ich brauche schon ein paar eingesammelt, die sind alle schlechter. Kampfescroll. Ich bin noch nicht bereit. Bin echt gespannt, ob wir irgendwie Gold für irgendwas brauchen, so Endgame-mäßig. Wenn die extra dafür irgendwie, weil nicht so was patchen mussten, in so eine Axt oder so. Also muss das Gold irgendwie wichtig sein, so im Endgame. Ich bin noch nicht bereit. Schlechter. Ich muss warten. Was los? Was gefunden? Ja. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. So ein Hunter aus Left 4 Dead. Oder so ein Smoker. So. Ich muss mal da liegen. Ich muss warten. War ein Gegner, ehrlich.
Barriere wurde aufgehoben. Na gut. Hey, was geht? Boah. Bestimmt voll einfach, ne? Man fährt doch immer ab. Ich bin noch nicht. Ich muss warten. Ich weiß nicht, was diese Fleischdinger machen, aber ich mach die mal hin und wieder kaputt. Ja, gute Idee. Ich bin noch nicht. Nein! Ah! Ah, hat mich raus. Ah! Ich weiß niemand, der heilt sich damit. Eine ganze Barrikade von Angriffen auf einmal. Alter. Ja, genau das gleiche wahrscheinlich hat mir so viel Schaden gemacht hat gerade. Weiß nicht, was da irgendwas macht. Irgendwas von dem macht voll viel Schaden. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Oh Gott, ich geh mal weg. Ja, der hat die Dinger beide. Der rote Kelch. Ich kann nicht mehr tragen. Doch, echt, das Ding kannst du nicht auch noch aufnehmen. Oh, herzlose Hände. Kriegslanze des berserkhaften Zerreisens, ja bitte. Okay. Ja, der hat ein bisschen Autsch gemacht. Das bin ich ja nur dreimal gestorben schon, ey. So. Merk generell, wenn ich mich mal alleine, wenn ich alleine aus der Stadt gehe, da krieg ich ziemlich auf die Fresse, ey. Da werd ich ziemlich schnell in die Ecke gedrängt, ey. Ja, ich bemerke auch irgendwie, wenn ich allein kämpfe, dann muss ich deutlich mehr Tränke benutzen. Das glaubst du, aber wem willst du denn das erzählen, ey? Wieso, das stimmt doch. Also ich sehe irgendwie bei dir so gut wie nie, wie du viel Leben verlierst, ey. Bist also manchmal bist du auch ein bisschen am Überreagieren, ey. Ich höre so, wenn du wie du nur sagst, oh Gott, und du hast nur irgendwie so einen kleinen Teil von der Energie verloren, ey. Ne, das ist doch gar nicht wahr. Ja, wenn du mehr als die Hälfte verlierst, dann kannst du oh Gott sagen, Daniel. Andererseits tust du den Namen von, wie heißt das auf Deutsch, he takes the name of God in vain. Ich im Ladebildschirm. Sag diesen Satz nochmal, während du mich im Ladebildschirm siehst. Ja, ich bin ja rausgegangen, ich bin zu, weiß nicht, wo ist das hier, Bärenstamm wieder gegangen. Ich sehe mich nur so im Ladebildschirm mit so einem riesigen Knüppel in der Hand.
Mit diesen, keine Ahnung, was das für ein Tier sein soll. Irgendwie so ein Stierhelm. Ja, ich bin definitiv ein Mann Gottes. Das Schlimmste bei meinem anderen Headset war der Schaumstoff da an dem Ohrteil, der hat sich aufgelöst, ey. Der, jedes Mal, wenn ich gespielt habe, habe ich mein ganzes Ohr schwarz gehabt, weil das alles an meinem Ohr kleben blieb, ey. Ich weiß nicht, warum, ja. Ey, vom Schweiß oder was? Ich habe ja nichts gemacht damit. Das ist ja nur so ein komischer Bildschaumstoff gewesen, kein Leder oder sowas. Sehr schön. Ich habe also das ganze Ding da, den Rest da abgerissen, ey, damit ich nicht noch mehr davon im Ohr habe, ey. Du bist eins geworden mit deinem Headset. Ja, toll. Gemacht. Jetzt fühle ich mich an wie ein professioneller Streamer da mit meinem Headset. Ja. Das ist auch das, was ich bin jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Geil. Die Welt ist dafür noch nicht bereit. Was? Okay. Die ist für mich noch nicht bereit. Demnächst habe ich auch ein Handy und dann tue ich nur noch da besinsen. Dann schreibe ich an meine G's. Ey, Bro, wollen wir ein paar Schwule klatschen? Dank, dass ihr lebt. Ich werde den Kelch zerstören. Lass ein bisschen flexen. Glück ist die Sache damit erledigt. Mach ein paar Posen mit mir. Danke für alles, was ihr getan habt. Oh Gott, aber ja. Bitte, sprecht nie wieder davon. Aus irgendeinem Grund bin ich auf einmal so ein Surferboy. Dude, he made me experience high tide. Oh. Das ist die Szene von ihr. Oh, mich hat er beim lebendigen Leibe ertrinken lassen. Das ist die englische Version davon. Dude, he made me experience high tide. Oh. Hm? Welcher Folge ist denn das nochmal? Wo der irgendwie diesen, wo SpongeBob irgendwie so einen Blasenfreund gehabt hat. Wo der so einen Seifenblasenfreund von sich gemacht hat. Bist du dir da sicher? Ja. Wieso? Naja, ich verwechsel gerade das mit der Folge, wo SpongeBob einen Riss in der Hose hat. Na so, da kommt ja. Der Surfer, der heißt Surfer und sagt, du, mich hat er sauber ertränkt. Ja. Er hat unsere Ernte vergiftet, unsere Ernte verbrannt, unsere Brunnen vergiftet und uns in die Seuche ins Haus geschleppt. Ja, die englische Version ist voll witzig davon. Leute tun halt immer in so Memes irgendwie so reinpacken, irgendwie in so Gameplay. Ja, alles ist ein Meme. Ja, wie kannst du sagen, wenn du irgendwie gestorben bist? Ja, genau. Immer wenn irgendwie, weiß nicht, so... was weiß ich, Call of Duty oder irgendwie sowas spielt und jemand fliegt irgendwie so durch so einen Glitch irgendwie hoch rum in der Luft, dann sieht man den, dann hört man halt immer so. Ho, ho, ho. Kommt oder so. Die Leute sind jetzt schon keinen Bock. Bis was kommt? Was für ein 3? Nein, Call of Duty 3. Modern Warfare 3. Achso. Das kommt, das ist angekündigt. Und die Spieler sind nicht gerade begeistert. Wieso? Also Battlefield und Call of Duty sind sowieso im Moment, weißt du, die haben ihre goldenen Tage hinter sich. Ja, du kannst die Sache nur so oft rausbringen, bis es irgendwann langweilig wird. Wir sagen immer das Gleiche. Halo hat auch seine goldenen Tage. Okay, wir haben eine Quest. Die ist, ich weiß nicht, ob du die auch hast. Ja, ist Schmelzziegel der Würdigkeit. Ist schon wieder verwirrende Signale. Du sagst wir und dann, ob du die auch hast.
Ich meine, du bist nicht so gut, dass du von dir in der Mehrzahl reden kannst. Ich meine, wir im Sinne von uns. Ja, deshalb, warum fragst du mich denn dann, wenn ich die auch habe? Wenn du sagst, okay, die Diskussion, die ist beendet. Ich guck mal nach. Weiß auch nicht, vielleicht hast du irgendwie übersehen, ja, mal irgendwie eine Quest anzunehmen. Schmelztiegel der Würdigkeit, die ist, die brauchst du gar nicht aktivieren. Ich will nur andeuten, die ist super weit entfernt, deswegen ich nicht verstehe, warum wir die haben. Die ist ganz links am Rand der Karte. Ja, die habe ich auch. Nee, lass mal. Ich lauf dann schon mal los. Sind die anderen Quests alle, wenn ich die mal finden würde, ne? Ich glaube, hier in dem Gebiet sind wir so ein bisschen fertig mit, was wir an Quests haben. Da draußen sind Haie, sagen sie, haben sie etwa was gegen meine Familie? So, ab nach Kerriga. Typ noch mal gestorben, Mary. Der Surfer. Der SpongeBob hat den so im Boden eingebuddelt und der den seinem genau. Blasenfreund sollte ihn wieder ausgraben. Sollte ihn wieder ausbuddeln, genau. Ja, genau, ja. Kumpelblase. Genau. Das ist eigentlich voll dunkel, ey. Der Typ ist gestorben. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so witzig, wenn du so darüber nachdenkst. Das war gar nicht dir passiert, ne? Nein, das ist witzig. Wo sind wir dann jetzt wieder hingeflogen? Ich bin dann bei Kerriga. Das ist so ein bisschen oben links. Oh, die Karte ist so scheiße groß. Ja, irgendwie schon, ne? Da fährt mir mit der Story. Ich weiß ja nicht, wie weit wir in der Story sind. Wir haben ja noch zwei Akte hier anscheinend. Dann schon fast fertig. Ja, aber dafür ist noch die Hälfte der Karte noch nicht frei. Es wird Zeit für unsere Villain Arc. Ja. Mal, wo ist die Scheiße? Wo ist Kerrigold? Es ist die Stadt, die am nächsten von den ganzen grünen Symbolen ist. Das hilft mir ungemein. Oben links von wo du gerade bist, ja, ist halt so ein bisschen. Wo bin ich denn hier? Ich habe hier Bergsteig oder wie auch immer man das ausspricht. Man gibt mir diese ganzen Fantasiebegriffe. Bergsteig, da habe ich. Ein Bergsteig oder wie die Express heißt. Ja, und genau darunter ist einer. Oder hast du da nicht? Genau darunter ist noch in so einer kleinen Stadt. Kerriga. Ich habe dich gefunden. Mein Gott, das klingt alles so spektakulär durch SZD, als wäre ich im Kino. Sehr gut. Welches ist in der Zukunft angekommen? Du meinst ja wohl in der Gegenwart, ne? Die Ahsoka-Show startet bald, Daniel. Okay. Freuen sich die Leute darauf? Ja, das ist die, ja. Weil das der letzte Strohhalm ist praktisch. Wenn die Show auch so mediocre und scheiße ist, dann haben die meisten Leute keinen Bock mehr auf Star Wars. Dann ist echt Schluss hier. Was ist das? Ist das auch hier so? Das ist nicht animiert, ne? Das ja, für Disney Plus. Eine Streaming-Show ist dort, 8 Episoden. Aber das ist nicht animiert oder so, ne? Das ist mit echten Schauspielern. Nee, das ist Real Life. Das ist Real Life. Okay. Die Leute haben Hoffnung, weil er von Dave Filoni ist und der alles, was der Star Wars mäßig anfasst, wird praktisch zu Gold. Okay. Also mit Ahsoka nicht irgendwie so eine starke, unabhängige Frau sein. Los auf, ja, das ist ja nicht das Problem. Ahsoka hat sich das verdient. Die ist eine starke, unabhängige Frau, ey, aber. Die schreit nicht danach, weißt du? Ja. Ah, das ist alles so scheiße. Die eine, da ist eine andere Show, die angekündigt ist, die heißt The Acolyte.
Die spielt während der Hohen Republik 200 Jahre vor Episode 1. Ah. Der Plot, der klingt interessant, weil wir dann endlich mal, glaube ich, ein bisschen was über die Sith, während dieser Zeitperiode mal ein bisschen was sehen. Mhm. Wer waren die Regel der zwei Sith vor 200 Jahren? Die Autor, die Sendung macht und die ganzen Schauspieler, die da mitspielen, die sagen ständig so Sachen in Interviews, da willst du dir einfach nur an den Kopf hauen, ey. Wie das Star Wars eine männerregierte Welt ist. Okay. Und die eine Charakterin sagt, ja, ich bin eine starke, emanzipierte Frau, meine Rolle, die ich spiele. Ja, ja, also okay. Und, irgendwie so Sachen werden revealed, die kein Schwein interessieren. Hier, diese Show wird den ersten asiatischen Jedi haben. Warum? Wieso muss das präsentiert werden? Ist doch egal, ob der Jedi Asiate ist oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wäre nicht der erste Asiate. Das sagen die, aber das ist der erste asiatische Jedi, den wir hier haben. Ja, ja. Und dann die Autorin, die sagte, da sind sehr viele rote Flaggen. Ja, die hat auch irgendwas davon gesagt, dass alle zu sehr auf George Lucas fixiert sind und dass wir den gar nicht brauchen. Da hat sie schon sehr viele Supporter verloren mit, ey, weil George Lucas ist voll beliebt bei den Leuten. Ja, und genauso musst du ja das ganze Drama mit Schneewittchen vorstellen. Genau das gleiche passiert. Ja, weißt du, der Plot, der klingt interessant von der Show, aber alles so Sachen ringsherum, warum damit schießen die sich nur in den Fuß, ey. Die ist eine falls das noch nicht rübergekommen ist, das ist eine Feministin, die Show. Ja. Was für eine Überraschung. Warum tun die ständig solche Leute engagieren? Die tun ständig die völlig falschen Leute für den Job engagieren. Ich weiß das auch nicht. Ich bin der Meinung, die machen das absichtlich, weil ich glaube nicht, dass jemand so naiv sein kann, dass die nicht irgendwie Marvel so... Marvel hat auch verkackt. Die ganzen Streaming-Shows sind auch total beschissen hier. Da war letztens eine hier, Secret Invasion, das war total für den Arsch, ey. Punkt, ey. Auch wenn Samuel L. Jackson da mitgespielt hat, als Hauptcharakter. Ja, da haben sie doch bei dem man so irgendwie ja die Hintergrundstory hat er nicht auch. Hat er denn nicht auch Blade irgendwie gespielt, irgendwie? Oder ist er wieder Blade? Was anderes? Nee, der war nicht Blade, das war Wesley Snipes, du. Nee, aber haben die ja nicht irgendwie so eine Hintergrundstory von dem mal irgendwie so? Ich habe da irgendwie sowas gehört. Weiß ich nicht, vielleicht wegen seinem Auge oder so. Ja, dass er irgendwie sein Auge verloren hat, weil er nicht von der Katze oder irgendwie, es war voll unspektakulär. Ja, das ist nicht so. Wirklich eine Katze, das ist irgend so ein Alien-Vieh, das aussieht wie eine Katze. Ja, wenn er den Mund aufmacht, kommen da Tentakel raus und das kann alles verschlingen. Ja. Und dadurch hat er sein Auge verloren. Ja, und das hat irgendwie Leute nicht so gefallen, weil er eigentlich voll der Badass ist oder so. Ja. Ich bekomme die ganzen Sachen immer nur so mittelflüchtig, also. Das kann ich hier nicht tun. Das Schlimme ist, diese ganzen Streaming-Shows schaden Disney mehr, als die helfen. Echt? Boah, das hat ein langes Jahr. Die haben gedacht, die können so wie Netflix sein, aber das sind sie einfach nicht. Die tun nur so massenmedioker Scheiße. Ja. Und so viel. Netflix dazu Qualitätssachen raushauen, ey. Und so viel halt, ne? Da kann bei den ganzen Sachen, die Marvel und so weit rausbringen, da kommst du ja gar nicht mehr mit irgendwie so. Ich bin halt zum Beispiel eine Person, ich habe jetzt nicht so einen Überblick über Marvel und so, was weiß ich nicht, was da ist, so storymäßig passiert, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie da mithalten müsste, da müsste ich mir ja jede Serie, jeden Film und so was anschauen, ne? Aber da sind ja jetzt schon so viele Sachen, die jetzt hier rauskommen. Damit erhoffen die sich ja Geld zu verdienen. Weil da gibt es so viele Sachen irgendwie, da kommst du ja, willst du ja gar nicht mitkommen irgendwie. Das ist ja der Trick dabei, die wollen, dass du da abonnierst, Disney Plus. Okay, ich glaube, die kriegst du Geld machen. Ich habe seinen Kopf mitgebracht, okay. Nun, ihr enttäuscht mich nicht. Anders als diese. Ich verstehe nicht, was Disney da macht. Weiß ich nicht. Mal zwei Wochen. Mal sehen, ob der aufgespießte Kopf dieses Bastards besser. Ich bin da noch der Meinung. Animierten Filme müssten sie mal weitermachen. Ja. Aber die sind da jetzt irgendwie so dickköpfig. Ich meine,
Ich meine, die machen das absichtlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da niemand irgendwie bei denen irgendwie drin sitzt und sagt, hör mal, das hat so in den letzten paar Jahren nicht funktioniert, bestimmt so 10 Jahre oder so, wo die sie so durchziehen. Leute, aber die werden übertönt von den Anzugträgern, Daniel. Die, die wirklich Macht haben, das sind die, die Anzüge trägen und... Ja, naja, und Kathleen Kennedy, die eine Hardcore-Feministin. Ja. So, wir gehen mal zu Wilder Mond. Das ist bestimmt eine reizende Frau, die hat keine Ahnung, was die mit Star Wars macht. Die ist... Ja. Das ist einfach nur ein sinkendes Schiff, ich weiß nicht. Die müssen ganz von vorne anfangen, ganz ehrlich. Ja. Aber das ist das Problem, das wollen sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie dann zugeben, dass sie Fehler gemacht haben. Ja. Dann verlieren wir lieber ein bisschen mehr Geld. Ja. Wir werden pleite gehen irgendwann, wenn die so weiter. Ist kein Scherz, ey. Wir leben vielleicht irgendwann in einer Ära, wo es kein Disney mehr gibt. Ja. Oder bis die von Apple gekauft werden. Ja. Das ist die Firma, die das am meisten machen könnte. Die haben auch ihren eigenen Streaming-Service. Ich bin nicht bereit. Wir werden schon sehen, wie das abläuft. Zur Not gibt es immer noch die alten Filme. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Ein bisschen heftiger Rat. Wenn es passiert, dann passiert. Ah, ein Großschwert. So. Ein Großschwert. Siehst du die Waffe, die ich ausgerüstet habe? Siehst du, wie massiv die ist? Ein Schwert, den ich hier habe. Oh mein Gott. Schmerzhafte Schaufel. Das ist ein Schwert. Ja, ist ja auch ein Schwert. Ach. Also aber schmerzhafte Schaufel. Weißt du mal diese andere Star Wars Serie, wie ich hab vergessen, wie die hieß. Andor oder so? Oder Andor oder irgendwie. Ja, Wie ist das überhaupt? Ja. Das hat auch nicht gebracht. Ich bin noch nicht bereit. Um ging's da überhaupt nochmal? Ich bin angekommen, was wirklich schade ist. Endor Calrissian, nicht Calrissian, Cassian Endor, das ist der Typ aus Rogue One, der männliche Hauptcharakter, der Besitzer von dem K2-Druiden da war. Ah. Das geht halt in der Serie, in der Szene schon, geht halt darum, wie der seinen Weg zur Rebellion gefunden hat. Okay. Das war aber leider auch ein Trauerspiel, weil die Show, das ist ja nicht schade gewesen, dass die Show nicht erfolgreich war, ey. Weil die haben da sehr viel Geld reingesteckt und die war auch nicht billig, die Show. Die war gute Schauspieler, gutes Acting, keine komischen Bullshit-Messages, wie, weiß ich nicht, Repräsentation oder so. Die Show ist bei den Fans nicht gelandet, weil sich das nicht wie Star Wars angefühlt hat. Okay. Weil pass auf, Star Wars hat viele missverstehen, Star Wars ist nicht wirklich Science Fiction. Das hat mehr mit Fantasy zu tun als mit Science Fiction. Ist zum Beispiel näher dran als Herr der Ringe als an Star Trek. Andor, die Show, die ist mehr wie Science Fiction Spy-Thriller. Okay. Das ist bei den Star Wars Fans nicht gelandet, also es gibt keine Macht, keine Lichtschwerter, gut wie keine Außerirdischen. Was die aber gut gemacht haben, ist das Imperium als angsteinflößend und kompetent darzustellen. Ey, holy shit, ey, das Imperium spielt nicht herum, ey, das ist falsch, ey. Das ist in manchen Stellen sogar ein bisschen zu erwachsen, Alter. Okay. Die eine, die schnappen sie, die foltern sie dann mit den Todesschreien von Außerirdischen, die sie massakriert haben. Und außerirdischen Kindern, die getötet haben, lassen die da zuhören die ganze Zeit mit so Kopfhörern.
Okay. Ich muss warten. Das ist ein bisschen heftig, ey. Da sind auch ein paar Spieler. Ach, okay. Das war's schon, ne? Ja. Hab ich hier den ganzen Kampf irgendwie verpasst oder so? Ja, da waren noch, glaube ich, andere Spieler. Ich habe jetzt zwei Schwerter, ein Kriegsschwert und ein Flammenbirch. Ja, da war Level 35, der hatte schon ein Pferd. Das geht doch nicht. Level hängt ja nicht davon abhängig, dann das ist ja. Wie weit denn die Story bis nicht mal an? What? War irgendwas von den Sachen gut? No. Wenn er da den Müll sagt, dann möchte ich mir am liebsten schneiden. Ich meine, ja, es war voll gut, aber 10-mal besser als was ich vorher hatte. Alter, was ist denn hier? Ich muss warten. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Let it burn. Der Spieler hier wahrscheinlich. So. Ja. Okay, wir müssen hier rein. So. So, Unterschlupf. So. Ja, Daniel. Ja. Ich sehe deinen Charakter, meine Fresse. Ja. Und du hast so einen Rubik's Cube. Mein Charakter verändert sich überhaupt nicht, weil ich die ganze Zeit dieselben Klappen. Ja. Ja. Deswegen aktiviere ich das noch nicht, weil ich das halt noch sehen will. Was für Designs es hier noch so gibt und so. Aber warte mal, ich sehe gerade, ich habe hier was. Ist einfach für dich? Ne, Droide. So, Schrift oder irgendwas gefunden. Okay, hier werden wir wieder mit Gift zu tun haben, ey. Aber. Ich meine, bei Andor, da hat sogar der Schauspieler, der Gollum gespielt hat, hat er mitgemacht. Okay. Hat eine tolle Leistung gemacht, ey. Also ist immer, da finden manche Leute schade, weil der immer nur halt hinter CGI versteckt wird hier. Ja. Aber ist halt auch ein guter Schauspieler, der auch. Ja, ich meine, der ist ja Gollum. Ja, ja, ich weiß. Der ist auch Snow. Der hat immer so einen Anzug, ja, so einen ganz körper Anzug. Ich bin hier selber Schauspieler. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Aber diesmal hat er selber Schauspieler, und der kann das, also der ist gut. Der Schauspieler von Jar Jar Binks, der war irgendwie auch ein Jedi, ne, in dem Mandalorian, glaube ich. Ja, in dem Mandalorian. Ja. Haben sich die Leute auch gefreut, glaube ich. Ja, aber der Hype darüber, der ist schon wieder zugestorben. Die Leute waren einfach nur glücklich, dass er den Respekt bekommt, den er verdient, weil der Typ, der hatte ja Selbstmord. Was? Ja, weil die Leute den so gehasst haben. Weißt du, wie die Leute als Episode 1 rauskamen? Weißt du, wie die Leute Jar Jar gehasst haben? Ja, da haben die alles an dem Schauspieler ausgelassen. Boah. Der ist depressiv deswegen gewesen und hatte Selbstmordgedanken für eine ganze Weile. Boah. Ja. Das hab ich nicht gewusst. Das hätte ich da nicht erwähnt. Jetzt tun die Leute den halt die Leute mit Liebe überschauen. Ja, ja. Das ist eigentlich ursprünglich mal geplant, dass Michael Jackson Jar Jar Binks sein sollte. Was?
Ja, George wollte ursprünglich Michael Jackson dafür nehmen für Dark Darkin. Da hat er sich aber gegen entschieden, weil Michael Jackson ein großer Name ist. Ja. George wusste, was er macht. Er hat alles irgendwelche Low zu der Zeit genommen, die noch nicht so bekannt waren. Naja, außer Samuel Jackson. Ich muss warten. George ist der Meinung, weiß ich nicht, wenn der Name zu groß ist, dann sehen die Leute nur noch den Schauspieler und nicht den Charakter. Ja. Und da war ja auch der Fall bei Samuel L. Jackson. Bei den halt so weisen Jedi irgendwie ja so darzustellen, war auch ein bisschen. Weil nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ja, Samuel L. Jackson als Meister Windu hier zu spielen zu lassen. Ja, ich meine, da gibt es viele Memes, wo der sagt, eine English Motherfucker, do you speak it? Oh, ja, ja. Das ist aus Fanfiction, falls ihr das nicht, falls ihr das kennt. Ja, ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja, er spielt ja immer solche. Ich weiß nicht, Time Fiction wird so gehypt als voll der übelst geile Film, aber ich war noch nie ein Fan von dem Film. Ey. Ich habe nur ein bisschen davon gesehen. Ich muss warten. Ja, so er wird als voll der epische Film gehypt, der von Quentin Tarantino. Zugegeben, der Quentin Tarantino, der macht keine schlechten Filme. Alles von denen ist eigentlich ziemlich gut. Wie weiß ich nicht, Kill Bill, hab ich vielleicht mal von gehört. Ja, ja, klar. Auch nie oder gesehen. Django Unchained. Ja. Muss man aber auch sagen, alle seine Filme irgendwie sind ziemlich brutal und hardcore. Ständig ist da irgendeiner, der immer das N-Wort. Er ist irgendwie Standard in seinen Filmen mehr. Meint jemand, der nicht schwarz ist, oder was? Hä? Meint, da sagt jemand, ah! Mein Tag sagt jemand, der nicht ja, schwarz ist, oder? Film, nein, das ist schon ein schwarzer Charakter meistens. Aber warum muss immer das N-Wort fallen? Ich meine, bei Django Unchained macht das Sinn, weil das während der Zeit der Sklaverei war, aber... Ich bin noch nicht. Ich meine, das ist nie einer... Das ist immer irgendwie so ein Rassist in dem Film. Weil er nicht geht. Da scheint keiner irgendein Problem mit zu haben. Ey. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann, wenn die schwarzen Schauspieler kein Problem damit haben, ja. Irgendwie die bekannteste Szene überhaupt in Pulp Fiction, wo der. Das wird jetzt Mace Windu sagen, Samuel 6-mal. English Motherfucker! Ja. Ich hab mir den letzten das wieder angesehen gesehen, ja. Das war aus irgendeinem Grund in meinen Empfehlungen, ja. Ich muss warten. Die einzige andere berühmte Szene, die ich noch kenne, ist hier. Hey, does he look like a Kannst bitch? Ja, okay, dann auch. Does he look like a bitch? No, why are you then trying to fuck him? I'm not trying to, I'm trying to fuck him! Ist richtig chilling, ey, weil er erstmal so normal. Oh. Er hat erstmal dem das Frühstück abgezogen, ey. Das ist so ein typisch amerikanisches Frühstück, irgendwelche Hamburger, die fressen, ey. Ich muss warten. Das ist einfach, ey. Also nicht. Aber er ist schon mal geredet, aber. Die sollten keine Fortsetzung von alten Filmen mehr machen heutzutage, ey. Nee. Die Leute, die bringen es einfach nicht, ey. Ja, das bringt es einfach nicht. Ja, das sowieso. Diese Real-Life-Remakes sind sowieso zum Kosten. Aber jedes Mal, wenn die, weißt du, ein Film, der 10 Jahre oder älter ist, wenn die jetzt einen Film, einen zweiten Teil davon machen, finde ich, ist auf jeden Fall scheiße. Ja. Es ist dasselbe wie mit den von Pixar, so kennst du die Incredibles, da gibt es Superheldenfamilie. Hab ich gesehen, ja, den ersten Film. Der zweite Teil, der ist zum Kotzen anscheinend. Ich hab den gesehen, aber die Leute mögen den nicht.
Weiß nicht. Schande ist, weil Incredibles der Zähler ist einer der besten Animationsfilme überhaupt. Oh, ich fand den okay. Also. Ja, er ist ziemlich erwachsen gewesen für einen Animationsfilm. Ey. Leute, die sterben, Eheprobleme. Wer wird vermutet, dass er eine Affäre hat, der ist ziemlich erwachsen gewesen, der Film. Ey. Bestimmt, ja, Zeit, genau. Ey. Mit so einer anderen Superheldin, glaube ich. Ja. Naja, das war keine Superheldin, sondern die hat die Assistentin für einen Superschurken, aber egal. Ja, genau. Okay. Der zweite Film, der bringt das anscheinend einfach nicht, ey. Das ist mit vielen Sachen Fortsetzung. Manta Manta. Ja, das war ja mehr so. Kam ja auch, ich wusste nicht mal, dass das im Kino kam, aber der Film, der soll zum Kotzen sein. Ja, das war ja, glaube ich, war mehr so Fanservice, würde ich das mehr so zählen. Ja, das ist eins der größten Probleme, ey. Die Leute versuchen, wenn sie eine Fortsetzung machen, keine irgendwie Fortsetzung zu machen, sondern nur die Nostalgie aufzuwarten, die einfach neu aufwerfen. Das beste Beispiel ist die neue Star Wars. Ja. So richtig amateurhaft gewesen, was die gemacht haben, ey. Für die Schauspieler ist das ja nicht schlecht, ne? Wenn die irgendwie ihre Rollen mögen und so. Bei Obi-Wan, bei Ewan McGregor war es ja auch so. Der hat zwar gefreut, wieder Obi-Wan spielen zu können. Wo die Serie ja, war halt ja, blöd, aber die Show, in der die aufgetreten sind, die war... Ich muss warten. Das war auch merkwürdig, die hatten nur ein Budget für die Obi-Wan-Show für 80 Millionen Dollar. Das hört sich nach viel an, aber für eine Show ist das nicht viel. Andor hatte ein Budget von 250 Millionen Dollar. Das ist ziemlich billig gewesen und so sah die Show auch aus. Schlecht geschrieben und total, weil ich nicht, das total Verschwendung ist. Weil, die holen extra Hayden Christensen und eben McGregor wieder und dann schicken die in so eine Scheißshow rein. Ich meine, das hat viele schon, weiß ich nicht, da sind schon die roten Alarmglocken an. Es gab da eine Rückblende in der Show, da von Anakin als Padawan, praktisch ja. Episode 2 Anakin. Ja, und die haben den nicht halt, die haben den nicht digital verjüngt. Ja, ja, also. Ja, hab ich gesehen, genau. Ich meine, ja. Das hat die Leute nicht aufgeregt, aber warum haben die das nicht gemacht? Ich meine, ist eine Rückblende, da müsste der jünger aus. Wobei Hayden Christensen für sein Alter, der wirklich. Ja, ja, ich weiß, davon habe ich auch gehört. Ewan McGregor sieht sowieso geil aus. Ich meine, die haben nicht mal wirklich versucht, den Jünger aussehen zu lassen. Ich habe aber letztens gesehen, das größte Problem ist, die Filme sind heutzutage viel zu teuer. Ja. Um die zu machen. Was völlig sinnlos ist. Zum Beispiel der Super Mario Film oder der war überhaupt nicht teuer und trotzdem war der ein bisschen Erfolg. Der war nicht teuer. Der war nicht so teuer, der Film. Nee. 150 Millionen oder so. Okay, sah aber gut aus. Ja, das ist es ja. Prost, das ist nicht wirklich die ganze das riesen Budget, das die ganzen Filme haben. Das ist nicht ja, okay, aber der Qualität in Beziehung, das ist das nennt sich Reshoots, also viele Sachen werden neu neu geschossen, weil, neu der, gefilmt. Ja, genau, die haben kriegen auf einmal kalte Füße und denken, ah, das ist wahrscheinlich nicht so gut und dann tun die das alles. Ja. Boah. Das ist natürlich auch wieder. Bei der Solo-Film. 80% des Sims musste neu geschossen werden. Okay. Ja, weil Oh Gott. Weil die ursprünglichen Autoren wurden entlassen. Naja. Disney hat nicht gefallen, was die vorhatten. Die wollten mehr so eine, weiß ich nicht, Buddy-Cop-Comedy daraus machen. Naja. Und dann hatten die Idee, hat denen nicht gefallen. Also haben die jemand anderen geholt und der musste halt
Er hat eine andere Idee, also müsste der 80% des Films neu machen. Na, hat's voll gebracht. So, der Film, ich fand den nicht schlecht. War sowieso nicht gehypt, so gehypt dafür, weil er hat einen Han Solo-Film. Mhm. Hast du das aufgehoben? Jetzt habe ich das aufgehoben. Ich muss bei mir auch noch was lernen, weil ich voll bin. Oh Gott. Also, okay, Entschuldigung. Und jetzt hat der grässliche Boot. Ist das was für dich? Steht nämlich nicht für was das ist. Hier ist aber was für dich. Sag mir nicht, was für was das ist. Hässliche Brut. Ja, das scheint für mich zu sein. Ist aber schlechter. No. So. Ich weiß nicht, da steht irgendwie nur, wenn das nicht für dich ist, dann steht da, für welche Klasse das ist. Ja, genau, deswegen. Ich habe jetzt so ein Totem, da steht zum Beispiel so in roter Schrift Druide. Aber das Ding, was ich gerade ja, hatte, ja, gut. Er stand irgendwie nicht für deine Klasse. Also. Dann könntest du das wahrscheinlich auch benutzen? Nee, ich kann das nicht benutzen. Ja, dann verstehe ich das. Hier ist ein Brief, Daniel. Gut. Er ist nass. Schnester Brief. Ich bitte dich um einen Gefallen innerhalb der Familie. Wir haben ein Spinnenproblem auf der Farm und meine Frau reißt den Spinnenproblem Kopf, wenn ich mich nicht darum kümmere. Ich vermute, habt ihr schon mal gesehen, was hier los ist? Ja. Also ein bisschen. Ne? Nüchtern mache ich das bestimmt nicht. Ist ein Quest-Symbol. What? Und bei mir nicht. Und bei mir ist hier ein Quest-Symbol. Hier steht toter Ritter der Reue, interagieren. Und jetzt habe ich hier ein lichtgesegnetes Amulett. Okay. Habe ich irgendwann nicht aufgehoben? Ja. Ich habe mach mein eigenes Abenteuer da. Mir steht hier Blutfeld, ich töte den Bischof. Okay. Geht halt bei dir nicht? Nö, ich habe bei mir zerstört seinen Turm und kehrt zu Edan zurück, wilder Mond. Aber es steht Blutpredigt, tötet den Bischof und nimmt den roten Kelch. Nehmt den roten Kelch? Ja, nehmt den roten Kelch. Was haben wir noch gerade gemacht? Ich weiß. Dann sind wir doch wortwörtlich gerade reingegangen. Was soll ich dir dazu jetzt sagen, Daniel? Und genau deswegen frage ich immer, hast du diese Quest auch? Genau, um sowas hier zu verhindern. Ja, roter Kelch, da waren wir doch gerade in der Dungeon drin. Ging dann eine Viech. Haben wir da überhaupt gerade gemacht? So von der Stunde. Ich bin noch nicht bereit. Vielleicht habe ich den roten Kelch nicht an mich genommen. Ja, aber sie hat Quest anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt hier für eine Quest bekommen habe. Ja, warum hast du denn hier bekommen dann? Ich kann nicht mehr. Ist wieder voll. Hochland reif, was ist das denn? Ich krieg so psychotische Helme wie ein Sterben. Das ist ein stellarer Schnitter. Boah. Den muss ich direkt mal dem Daniel geben. Ich habe keinen Platz mehr. Lass mal stecken. Die ganze Zeit hier aussortieren.
So, jetzt steht bei mir Reis zum Unterschlupf der Königin. Ich muss warten. Meine Last ist zu groß. Meine Last ist so groß. So, wo ist das jetzt? Das ist nicht hier drin. Reis zum Unterschlupf der Königin. Geht bei mir auch. Wo ist das? Dann noch hier drin. Fertig, ne? Was ist das für ein Geräusch? Irgendwie so riesige Schritte. Also ich bin das nicht. Jetzt muss ich mich schon wieder für eine neue Fertigkeit. Nehme ich ihn als nächstes. Keine Ahnung. Nochmal den roten Kelch holen, Daniel. Ja.